Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video möchte ich dir gerne ein paar Karten ans Herz legen, die du jetzt eventuell verkaufen solltest, sofern du sie natürlich nicht benötigst für dein Deck und auch bevor der nächste Reprint vielleicht erscheint in der Rarity Collection 2 oder vielleicht in einem anderen Reprint-Set, welches wir bestimmt noch dieses Jahr bekommen werden. Und wenn du jetzt zum ersten Mal auf diesen Kanal gestoßen bist, dann lade ich dich herzlich ein, Teil meiner Community zu werden. Wie machst du das? Indem du den Abo-Button ballerst, denn dann verpasst du nicht keins der kommenden Videos mehr. Mich machst du noch glücklich, von daher auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Und jetzt geh und baller den Abo-Button. Und damit haben wir auch genug gequatscht, wir starten direkt rein in die erste Karte. Doch bevor wir beginnen, möchte ich nochmal kurz meinen Werbepartner Margin Cards vorstellen. Euer Händler für Clove Mats, Leaves und Deckboxen, beziehungsweise bekommt ihr hier auch geile Würfel. Aber im Vordergrund stehen hier auf jeden Fall die Clove Mats, denn davon gibt es tatsächlich sehr, sehr viele insane Artworks. Also mir gefallen sie sehr. Mein Favorite ist auf jeden Fall die Alchemie Clove Mat, aber die anderen brauchen sich auf jeden Fall auch nicht verstecken. Alles wird in Europa hergestellt und der Stoff ist so ultra weich, also wenn ihr den erstmal in Händen haltet, ey, das ist so sanft, ihr werdet es kaum glauben. Und auf eure gesamte Bestellung könnt ihr mit meinem Code YAMMY5 5% sparen, von daher mal auschecken, ihr werdet bestimmt was finden und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und die erste Karte, über die ich mit euch reden möchte, sind die trockenen Winde. Die Karte sieht natürlich aufgrund des Aroma-Supports ein bisschen mehr Play, wir haben auch nicht allzu viele Kopien davon noch auf dem Markt und das ist natürlich eine sehr alte Karte, aber nichtsdestotrotz ist das auch eine sehr, sehr starke Karte. Die Karte erlaubt es uns, ein Monster unseres Gegners zu schießen, weil wir uns nämlich aufgrund der Aromakarten natürlich unfassbar viele Lebenspunkte geben können und wir haben hier auch noch ein Raigeki und das ist wirklich stark für die damalige Zeit sogar. Und das spiegelt sich jetzt hier auch so ein bisschen im Preis wieder. Die Karte ist in letzter Zeit vor allem extrem gestiegen. Wir sind jetzt hier beim One-Off bei 30 Euro, bei zwei Kopien sogar bei 33 Euro die Kopie und das ist auch die einzige Karte beziehungsweise der einzige Händler, der hier noch Near-Mint-Kopien verkauft. Von daher, hier vielleicht nicht so lange warten, bis der Reprint erscheint und jetzt hier noch den ein oder anderen Euro mitnehmen. Weiter geht's mit der Hitzewelle, eine Karte, die natürlich in Tempai Dragon gespielt werden kann, aber nicht muss. Du kannst ja auch andere Karten spielen, wie zum Beispiel den Shifter, der extrem günstig ist im Vergleich zu der Hitzewelle. Die geht nämlich hier im Playset los bei 8,38 Euro, 8,39 Euro oder hier bei 9,50 Euro. Und auch diese Karte ist schon relativ alt von seinem Print her, also von dem letzten Print vor allem. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch hier bald einen Reprint sehen werden, vielleicht schon in der Rarity Collection 2. Schreib mir doch gerne dazu deine Meinung in die Kommentare. Dann geht es weiter mit dem dreiköpfigen Drachen, auch eine Karte für Tempai Dragon, auch eine recht alte Karte und auch hier habe ich so ein kleines Bauchgefühl, dass die Karte eventuell in der nächsten Rarity Collection enthalten sein könnte. Wir müssen natürlich hierzu sagen, das sind alles nur Prognosen, die ich abgebe. Ich kann es euch nicht mit Gewissheit sagen, es sind noch keine offiziellen Reprints angekündigt, aber meistens hat Konami das ja so gehandhabt, dass wenn alte Karten relativ teuer geworden sind, dass diese Karten dann auch zeitnah einen Reprint gesehen haben. Und von der Karte brauchen wir eine Kopie und da starten wir bei den Secret Rares bei 42,99, 45 Euro, 45 Euro. Das sind aber nur Karten, die exzellent sind. Die erste Near-Mint-Kopie startet hier bei 52 Euro, 55 Euro, 55 Euro. Das Ganze kannst du auch natürlich in Ultra Rare spielen, da bist du ein bisschen günstiger bei den Excellent-Karten. Da geht es los bei 35,50, 37,99 oder hier 42 Euro. Die erste Near-Mint-Kopie startet hier hingegen bei 60 Tacken oder hier 77 Tacken. Oh, das ist schon eine Menge Holz, muss ich gestehen. Also da würde ich, ja doch, da würde ich, glaube ich, meine Kopie verkaufen. Weiter geht's mit dem Nagi Deutsche Salon. Auch über die Karte haben wir im letzten Market Watch bereits gesprochen, aber ich möchte sie hier nochmal etwas hervorheben. Denn auch diese Karte hat bisher nur einen Print und da ist es natürlich auch nicht so abwegig, dass diese Karte eventuell zeitnah einen Reprint sieht, vielleicht sogar in der Rarity Collection. Wir bekommen ja da auch Pearly, also von daher ist es nicht mehr auszuschließen, dass wir da auch vielleicht den einen oder anderen Archetype gereprintet bekommen, beziehungsweise ein paar Karten davon. Von daher auch hier meine Verkaufsempfehlung. Der Salon startet hier als One-Off bei 19 Euro, zwei Kopien kannst du ebenfalls für 19 Euro verkaufen oder dann hier ein ganzes Playset, falls du dann eins hast, für 25 Euro. Also ich glaube, wenn du hier dein Playset für 20 Euro reinstellst, dann fährst du schon ganz gut. Dann geht's weiter mit dem Überfallraptor Würgender Lanius. Diese Karte brauchst du natürlich in Raid Raptor und deswegen ist die Karte natürlich auch so unfassbar gestiegen, weil die Karte bisher nur einen Print hat. Aber du siehst schon, was hier passiert ist. Der Preisgraph orientiert sich wieder nach unten. Wir bekommen jetzt unser erstes Playset nicht mehr für 16, 17, 18 Euro, sondern für 12 Euro, 12 Euro und dann hier für 14 Euro die Kopie. Von daher hier vielleicht noch schnell aufspringen, sofern du das Deck nicht mehr spielen möchtest oder generell noch Kopien davon zu Hause übrig hast, dann jetzt am besten verkaufen.
Dann habe ich noch die Kashtira-Theosis für dich. Natürlich ist das ein Kandidat für die Megatin 2024, aber wir bekommen auch schon die Field Spell jetzt in der Rarity Collection und vielleicht bekommen wir auch die Kashtira-Theosis da schon. Von daher auf jeden Fall im Blick behalten. Ich persönlich würde da jetzt mein Playset schon mal reinstellen, denn du siehst auch, was hier passiert ist. Die ersten Playsets beginnen hier bereits schon ab 18 Euro. Das bedeutet, die ersten spekulieren schon darauf, dass diese Karte in der Rarity Collection drin sein könnte und mich würde es auch nicht verwundern. Dann habe ich noch Albion, der Heiligfeuerdrache. Ich persönlich hoffe, dass die Logs, die dieser Dude enabled, irgendwie gecuttet werden bzw. gebannt werden oder dass man vielleicht generell den Heiligfeuerdrachen anfasst. Mir ist ja auch hier bewusst, dass diese Karte ein potenzieller Kandidat für die Megatin 24 ist, aber dieser Drache enabled einfach so viele Logs. Den Gimmick Puppet Log, den Ra Log. Dann haben wir jetzt noch Jorgen bekommen durch Voiceless Voice. Also das wird langsam echt zu bunt hier. Und deswegen auch hier mein Rat an dich, bevor die Karte vielleicht angefasst wird von Konami, dass sie vielleicht gebannt wird oder vielleicht die ganzen Logs angefasst werden, verkauf jetzt die Karte, sofern du sie natürlich nicht brauchst für dein Branded Despia Deck. Ansonsten solltest du sie natürlich behalten. Und du siehst auch hier, was passiert ist, ne? Der Preisgraf ist ja unendlich gestiegen, aber mittlerweile bekommst du dein One-Off hier für 14,44 €, 14,78 € oder 15 Euro. Das zeigt ja auch schon eine Tendenz, dass man vielleicht damit rechnet, also einige von euch, dass die Karte vielleicht angefasst wird, beziehungsweise die ganzen Logs. Von daher auf jeden Fall verkaufen, sofern du sie selber natürlich nicht benötigst. Das gleiche geht auch für die leitende Quem, die Tugendhafte. Hier hat man eigentlich schon den optimalen Zeitpunkt verkauft. Nachdem Joshua Schmidt ja mit diesem Deck, also mit Büstil Runik, die YCS gewonnen hatte, da hätte man wahrscheinlich schon die Quem verkaufen sollen. Nichtsdestotrotz kannst du immer noch für deine Single-Kopien hier um die 35 Euro bekommen, beziehungsweise wenn du sogar ein Playset hast, vielleicht sogar noch 40 Euro. Und das ist jetzt auch nicht so wenig Geld, von daher auch hier eine Verkaufsempfehlung. Weiter geht es mit dem Barox. Wir haben schon mal vor 2-3 Wochen über diese Karte gesprochen. Die Karte ist aus meiner Sicht auch ein potenzieller Kandidat für einen Reprint. Und zwar haben wir im Ghost from the Past, The Second Haunting, auch einige Fusionsmonster bekommen, die ein valides Target für die Ready Fusion sind. Und das ist ja der gute Barox auch. Denn den kannst du ja auch mitunter in deinem Unchained Deck spielen. Machst du wahrscheinlich nicht, weil der nur die Stufe 5 hat. Wenn er Stufe 6 wäre, wäre es vielleicht noch was anderes. Aber so an sich, so mein Gedankengang, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Dann geht es weiter mit ultimativen Schlechter, eine Karte aus Power of the Elements. Wir bekommen jetzt die Rarity Collection. Wir haben in der Megatin 23 bereits Karten aus Power of the Elements bekommen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt weitere Karten in der Rarity Collection 2 erwarten dürfen. Unter anderem halt dieser Staple Ultimate Slayer. Die Karte kannst du jetzt noch verkaufen für fast 15 Euro. Und das ist immer noch gutes Holz, wenn man sich vielleicht mit neuen Karten eindecken möchte. Dann geht es weiter mit Kurikara, Gottheitsinkarnation. Auch eine Karte aus Power of the Elements. Die Karte hat zwar schon einen Reprint erfahren in dem letzten OTS-Pack und da wurde die Karte als Ulti geprintet oder gereprintet und ob das wirklich ein Reprint ist, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, weil eigentlich ist die Ulti ein bisschen teurer als die Secret Rare. Nichtsdestotrotz wurde die Karte natürlich in sich ein bisschen günstiger, aber du siehst bereits hier, 20 Euro ist immer noch eine Menge Holz, von daher kann man sich hier ruhig einen weiteren Reprint wünschen. Und das erste Playset geht hier los bei 21,50 oder hier 22 Euro und von daher kannst du hier noch ein bisschen Cash machen. Weiter geht's mit Sirenengesang und über die Karte möchte ich mal so ein bisschen philosophieren, denn wir haben jetzt gesehen in meinem letzten Marktwatch, dass die ganzen Feuerdecks relativ günstig geworden sind, weil halt viele gerade ihre Karten von diesen Archetypes abstoßen. Woran könnte das liegen? Vielleicht, weil es zu langweilig ist, vielleicht hat man auch zu dolle Angst vor der Banlist. Ich weiß es nicht, gerne mal in die Kommentare, aber so an sich, Sirenengesang wäre für ein Tier-0-Format wirklich extrem gut, aber wir haben kein richtiges Tier-0-Format und deswegen glaube ich, wird die Karte auch nicht so performen, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht bei einer YCS, aber bei einer Regio oder bei einem Local oder bei einem OTS-Turnier, da glaube ich weniger daran, dass die Karte so performen wird, wie es zum Beispiel beim guten Pack passiert ist. Von daher, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich persönlich würde mich von der Karte trennen, weil wir halt nicht so viele Feuerdecks rumlaufen haben. Wir können mal reinschauen, der Preisgraf geht ja steil nach oben. Nichtsdestotrotz geht es hier los bei 3,49 €, 3,50 € oder dann hier bei 4 Euro. Und das ist ja schon die Secret Rare. Wir können uns ja gerne nochmal die Ultra Rare anschauen. Die ist ein bisschen günstiger zu haben, nee, fast genauso viel. Hier geht es los bei 3,84 € oder dann hier 4,50 €. Und auch hier zeigt der Preisgraf eine enorme Summe an. Von daher vielleicht hier kein schlechter Zeitpunkt, sich von dieser Karte zu trennen. Weiter geht's mit Hüllenpanzer Delta. Es gibt immer noch Leute, die spielen diese Karte. Verstehe ich nicht.
Aber natürlich, go for it, wenn du die Karte fühlst. Aber so an sich hat die Karte nur einen Print und deswegen sollte man hier vielleicht auch darüber nachdenken, sich von dieser Karte eventuell zu trennen, sofern sie natürlich nicht relevant für dein Deck ist. In der Regel spielt man ja auch ein ganzes Playset davon, weil das darfst du ja noch, nur der gute Gamma ist ja limitiert worden. Und das Playset geht hier los bei 8 Euro, 8,19 Euro oder hier 9 Euro. Von daher kann man hier auch noch ordentlich Cash machen. Dann zur letzten Karte, Stoß der drei Taktiken. Eine Karte, die wir natürlich hoffentlich in der Megateam 24 noch begrüßen dürfen. Die Karte sieht aber gerade nicht allzu viel Play und geht dafür trotzdem noch ganz gut Geld. Du kannst ja diese Karte generell auf 3 spielen und da kannst du hier immer noch für die Ultra Rare nur 40 Euro bekommen und das ist echt gutes Geld dafür, dass die Karte gerade so ein bisschen unterperformt. Natürlich könnte man sagen, wenn sich unser Meta shiftet, dann kann die Karte wieder mehr Play sehen, aber ich glaube nicht, dass das allzu schnell passieren wird. Ich glaube schon, dass wir das ganze Jahr in diesem Feuerzeitalter feststecken bzw. drinstecken und da werden halt mehr Handtraps gespielt. Von daher auf jeden Fall nicht das Format dieser Karte und deswegen hier eine Verkaufsempfehlung. Und damit möchte ich auch dieses Video beenden. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat und natürlich auch geholfen hat, die ein oder andere Entscheidung zu treffen. Wenn dem so war, gerne liken und abonnieren. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.